Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, und es geht weiter mit den verschiedenen Hochleveln und Pushen eines ganz neuen Charakters. Inzwischen ist der ja schon richtig, richtig fit. Also, wenn ihr es mal schaut, wir haben inzwischen hier bei diesem Charakter Fähigkeiten, Schießen 100, Stärke 100, Schleichen 100. Fliegen, Fahren, Lungenvolumen und Ausdauer fehlen uns noch. Na, jetzt müssen wir natürlich jetzt irgendwie mal weiterkommen. Dafür lassen wir uns mal wieder von unserem Freund einstellen. Also meinem Zweitcharakter in dem Fall. Mann, oh Mann, nerven diese Anrufe dauernd. So, wir lassen uns also hier einstellen. Nein, da unten ist es. So, verdienen jetzt also entsprechend Geld. Wir versuchen jetzt mal das Tauchen zu optimieren. Und eventuell hilft uns da etwas, was jetzt neu ins Spiel gekommen ist. Nämlich haben wir im Augenblick Taucheranzüge bekommen. Die kosten echt ein Schweinegeld. Aber sie haben den Vorteil, dass wir mit ihnen wirklich, wirklich cool tauchen können. Welchen findet ihr denn cool? Ich weiß nicht, ich finde da gar keinen cool gerade. Nehmen wir doch den weißen. So. Dadurch, dass wir den jetzt haben, hoffe ich, dass wir nicht mehr auftauchen müssen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir holen uns ein Mitarbeiterfahrzeug. Das habe ich euch ja schon erklärt. Sobald es ein Freund freigeschaltet hat, indem er den Buzzard kauft und er eine Firma besitzt, kann er diesen Buzzard überall anfordern. Genauso ist es mit dem Havoc. Wir fliegen jetzt nach außen an die Küste. Und gehen baden. So, ihr seht schon, wir haben jetzt die Taucherklamotten an mit der X-Taste und können jetzt mit der Shift-Taste hier ganz einfach schwimmen. So, das werde ich jetzt eine ganze Weile machen. Es ist leider so, dass wir hier nicht unbedingt die also diese Arretierung benutzen können. Ich werde es mal versuchen. Und schaue mal, dass ich euch das zusammenschneide. Was wir jetzt mal schauen sollten, ist natürlich, wie denn unser Charakter darauf reagiert. Weil ehrlich gesagt ist der Tauchanzug noch so neu, dass das niemand bisher gepostet hat. Das Lungenvolumen ist definitiv jetzt schon angestiegen. Also wir können das Ganze nutzen, um unser Lungenvolumen hochzupushen. Allerdings ist es erst einen halben Strich, also es wird eine ganze Weile dauern.
warum auch immer ich gerade gestorben bin, ich weiß es nicht. Ich denke, es kam daher, dass ich jetzt einfach zu tief gekommen bin, ohne es zu merken. Weil es ist ja noch Tag und es war schon verdammt dunkel plötzlich da unten. Schauen wir nochmal nach, wie es jetzt ausschaut. Also ihr seht, das Lungenvolumen steigt stetig ein wenig an, aber nur ein wenig. Wahrscheinlich ist es am besten, hier im doch hellen Bereich zu bleiben, also nicht in den tiefen Bereich vorzudringen, weil ich dachte, bevor ich da dauernd auftauchen muss, weil man sonst zu sehr sinkt. Und hier jetzt dann zwischen den Felsen durchzusteuern. Dafür muss ich aber mehr oder weniger dauernd am Rechner bleiben. Wie ihr seht, haben wir jetzt sogar schon etwas hochgelevelt. Also ich war auf dem richtigen Trichter. Ein weiterer schöner Effekt, wir verdienen auch noch Geld, dadurch, dass wir ja als Bodyguard nebenher eingestellt sind. Und schon sind wir bei 80%. Das geht ja gar nicht so langsam, wie ich befürchtet habe. Allerdings war es mir jetzt so trüb, dass ich mir dachte, ich kehre mal kurz um. Und ich hatte doch nicht ganz Unrecht, dass eigentlich die Ausdauer hier auch etwas trainiert wird, wie ihr gerade sehen konntet. Ui, das war aber auch langsam Zeit, dass wir endlich mal wieder Gehalt bekommen. Das dauert ganz schön lang, wenn man untätig ist, also wie unser CEO. Und somit haben wir auch hier 100% geschafft vom Lungenvolumen. Wir tauchen nun auf. So, und hier oben müssen wir jetzt folgenden Trick machen, dass wir zwei Tasten arretieren. Nämlich sowohl die W-Taste als auch die Shift-Taste. Und dann geht's auch hier rund, nämlich auf die Ausdauer geht's jetzt los. So, muss nur noch meine Utensilien finden. So leicht ist das nicht. Und los geht's. Ihr seht, auch hier ist es ziemlich, ziemlich anstrengend, langsam hochzuleveln. Wie schaut's denn jetzt inzwischen aus bei uns? Nein, die Karte wollte ich nicht, ich wollte die Statistik. So, wir haben die Ausdauer noch fast nicht nach oben bekommen, dafür aber schon sehr, sehr viel anderes. Du weißt, wie es läuft. Wenn dir das Video gefällt,
liken und adden. Danke.